es ist einfach eine ganz große Liebe von mir, die Menschen wirklich in ihr Sein zu führen und dann, was für mich die größte Spiritualität ist, sich einzubringen ins Leben. Es drängt auch immer mehr Menschen wirklich aus ihrem 9-to-5-Job raus und die sagen, ich will jetzt endlich meins machen. Ja, für viele war der Lockdown auch eine Bereicherung insofern, dass sie erkannt haben, was ihnen wirklich wichtig ist, Männer wie Frauen. Ganz wichtig für die Zuschauerinnen und die Zuschauer, weil das hört sich so nach Führung an. Ich glaube, Bettina, dass viel mehr Menschen geführt sind, als es ihnen bewusst ist. Denn, dass es Führung war, das kann ich im Rückblick sehen. Reflektieren. Während der einzelnen Stationen habe ich mich gefühlt wie ein Blatt im Wind, orientierungslos, die Hose voll, Herzklopfen bis zum Hals, Wortfindungsstörungen, Angst bis unter die Halskrause und immer die Panik mit am Laufen, das ganze Ding explodiert irgendwann und ich sitze mit meiner Tochter unter der Brücke. Im Nachgang fühlt sich das immer leicht an. Und wir denken, der hat's leicht oder die hat's leicht. No. Es ist der Mut, den Impulsen auch wirklich zu folgen. Und den meisten Impulsen bin ich gefolgt aus der Not heraus. Nicht, weil ich gesagt habe, yay, ich hätte mich lieber unter der Bettdecke verkrochen, als diesen Weg zu gehen. Da kannst du mir glauben. Und zwar jedes Mal, wenn die Herausforderung da war. Und dann wirklich Entscheidungen treffen. Es geht nicht darum, sicher durchs Leben zu kommen. Es geht nicht darum, keine Fehler zu machen. Es geht nicht darum, Blamage zu vermeiden. Ganz ehrlich, der letzte Tag im Leben, die letzte Stunde, wenn du so in deinem Schaukelstuhl sitzt, die haben vielleicht nur noch einen Zahn im Mund, lange graue Haare. An was erinnerst du dich? An die Blamagen, an die Dinge, die Gott sei Dank gut gegangen sind. Die Dinge, wo du wild warst, wo du verrückt warst, wo du all das getan hast, was man besser nicht tun sollte. Ja? Und wo du dich was getraut hast und wo du etwas irgendwie gewuppt hast. Ja? Zentrier mich einmal so die Chakrenlinie. Ja? Einmal zentrieren, Merkaba aktivieren. Aber das geht rubbel die Katz. Was ich halt tue, ist, sorry, das ist ein alter Ausdruck, ne? Hast du Bilder im Kopf jetzt, ne? Ich weiß, dass es so ist. Meine tiefste Überzeugung, dass wir hier wirklich alle miteinander spielen. Und egal, wie schräg es läuft, es ist und bleibt nur ein Spiel.